darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich muss mich erst noch ein bisschen auf die Temperaturen in Berlin einstellen. Ich war am Wochenende in Stuttgart, da ist mindestens 7-8 Grad wärmer, wenn auch das Wetter nicht besser ist. Sie werden ein bisschen erstaunt sein, dass ich mit einem Ereignis anfange, das Sie wahrscheinlich gar nicht so auf der Tagesordnung haben. Heute vor 69 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Der internationale Holocaust-Gedenktag fordert von uns etwas mehr als nur die Erinnerung an diese Gräuel und die industrielle Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Dieser Tag fordert von uns, dass wir uns aktiv erinnern und alles dafür tun, dass solche Dinge nie mehr wieder geschehen. Er mahnt uns jeden Tag, jede Regung von Rassismus, Antisemitismus und Neofaschismus nicht nur als Phänomen des rechten Randes zu sehen. Er ist leider in weite Teile unserer Gesellschaft vorgedrungen. Er mahnt uns, jeder menschenverachtenden Ideologie immer entschlossen entgegenzutreten. Antisemitistische und neofaschistische Ideen und Gewalttaten dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz bekommen. Wer aber Neofaschismus, Rassismus und Antisemitismus wirksam entgegentreten will, muss dafür sorgen, dass zivilgesellschaftliche Strukturen gestärkt werden, ermutigt, vernetzt und finanziert werden. Für uns ein positives Signal ist die Meldung, dass Ministerin Schwesig die Extremismusklausel abschaffen will. Ich bin der Meinung, jetzt muss schnellstmöglich über diese Frage Rechtssicherheit hergestellt werden, damit die Unsicherheiten aufhören und die Aufklärungsarbeit gegen rechts einen Aufschwung bekommen kann. Die Linke fordert zudem eine ausreichende finanzielle Unterstützung und Ausstattung der Initiativen gegen rechts. Dazu müssen die Bundesmittel aufgestockt und nicht abgebaut werden. Zweitens, Debatte um Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir erleben jetzt am Wochenende wieder eine anwachsende Debatte um die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die Kirchen wollen sich heute positionieren. Wir begrüßen diese Diskussion, diese Debatte ist notwendig und richtig, vor allen Dingen deswegen, weil die neue Bundesregierung etwas aufgegeben hat, was der alte Außenminister Guido Westerwelle noch vertreten hat, nämlich die Kultur der militärischen Zurückhaltung. Ich glaube, niemand von den Linken hätte gedacht, dass wir hier dem ausgeschiedenen Außenminister der FDP noch eine Träne nachweinen werden. Aber jetzt erleben wir, dass offensichtlich die neue Verteidigungsministerin von der Leyen unverkennbar vertritt, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr zur Normalität werden sollen. Das ist schon ein bisschen komisch, von der Familienfreundlichkeit zum scharfen Schießen, wie schnell das geht, obwohl wir ja gewohnt sind, dass die Verteidigungsministerin viel redet, bis der Tag vorbei ist. Wir halten diesen Weg für einen schweren Fehler, weil damit endgültig der deutsche Nachkriegskonsens aufgekündigt wird, den Willy Brandt mit den Worten gefasst hat, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Wir werden in diesem Jahr viele Möglichkeiten haben, an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zu erinnern. Für die Linke ist natürlich der 2. Dezember vor 100 Jahren, also der kommende 2. Dezember vor 100 Jahren, eine wichtige Mahnung, als Karl Liebknecht als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt hat. Das ist für uns nach wie vor die Tradition, in der sich die Linke ganz deutlich sieht. Die Position der Linken ist klar und eindeutig. Wir haben keinem Auslandseinsatz der Bundeswehr zugestimmt. Wir halten alle für falsch. Wir wollen einen strikten Gewaltverzicht für die internationale Außenpolitik. Die Fakten geben uns recht,
obwohl er immer wieder von der Linken gefordert wird, sie soll sich hier bewegen, zeigen doch die Auslands- und Kriegseinsätze in Afghanistan, in anderen Ländern der Welt, aber auch die Kriegseinsätze nicht der Bundeswehr, sondern anderer Armeen der Welt in Irak, Libyen, dass nirgendwo eine militärische Intervention zu Frieden und nachhaltiger Demokratie geführt hat. Nichts ist gut. Dieses Wort von Margot Käßmann gilt für alle diese Länder. Ich kann für die Linke ausschließen, dass die Bundeswehr irgendwann mit unseren Stimmen bewaffnete Kriegseinsätze führen wird. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ich glaube, jeder, der hier nach einfachen Erklärungen und Lösungen sucht, wird der Sache nicht gerecht. Die Bilder und Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, sind beunruhigend und erschütternd. Die Ukraine steht vor einer ungewissen Zukunft. Nicht einmal die territoriale Integrität ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher. Ich hätte mir von einigen Politikern in Deutschland und auch der EU, auch von einigen Medien, mehr Zurückhaltung gewünscht, weil wir ja doch sehen, dass einfache Erklärungen nicht wirklich tragen. Ganz sicher ist Viktor Janukowitsch kein lupenreiner Demokrat und ganz sicher können wir seine Politik nicht unterstützen. Aber auch auf der Seite der Opposition muss man genauer hingucken und sich genauer fragen, ob das die richtigen Botschaften sind, die für die Verwirklichung von Demokratie hier ausgesendet werden. Wenn ich da an die bewaffneten Banden der ukrainischen Swoboda denke, die wir Tag für Tag im Fernsehen sehen und die ungefähr so weit rechts stehen wie bei uns die NPD, dann muss man schon seine Zweifel haben. Auch ist ganz unsicher, wie Neuwahlen in der Ukraine wirklich ausgehen würden. Das Drama ist, oder es ist auch keinesfalls zu bestreiten, dass die Ukraine zum Opfer einer geopolitischen Auseinandersetzung zwischen EU und Russland zu werden droht. Und es gibt nur einen richtigen Weg für die ukrainische Bevölkerung: Schluss mit der Eskalation, Schluss mit der Gewalt. Es führt angesichts der Machtverhältnisse im Land einfach kein Weg an der Einigung der beiden Blöcke vorbei, wenn man die Ukraine als Gesamtes befrieden will. Alles, was den Dialog befördert, ist gut. Alles, was ihn behindert, ist schlecht. Alles, was eine der Seiten zum Weiterdrehen an der Eskalationsschraube ermutigt, ist sogar sehr schlecht. Insofern wünsche ich mir von der deutschen Seite, auch mit Blick auf die Geschichte, die ich kurz erwähnt habe, vor allem eins: Zurückhaltung. Ich glaube, damit wären wir am besten beraten. Letzter Punkt: Nachlese zum Europaparteitag der SPD. Mich hat schon etwas erstaunt, dass hier der amtierende Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel die AfD und die Linke in einen Topf wirft und gleichermaßen sie zum Gegner des Wahlkampfes der SPD erklärt. Es wäre, glaube ich, von einem SPD-Vorsitzenden schon zu erwarten gewesen, dass er den Unterschied zwischen rechts und links noch wahrnehmen kann. Noch bemerkenswerter aber ist an den Aussagen, wen Gabriel nicht angegriffen hat, nämlich die Union und Frau Merkel. Ich glaube, der SPD steht ein spannender Europawahlkampf bevor. Vor kurzem wollte Gabriel noch mit den Linken zusammen die Guthaben der griechischen Millionäre einfrieren, um sie an der Bezahlung der Krisenfolgen zu beteiligen. Das scheint jetzt alles vergessen zu sein, nachdem er und natürlich auch die SPD auf der Regierungsbank Platz eingenommen hat. Das Drama ist, dass im Koalitionsvertrag sich die SPD ganz klar hinter die Politik von Merkel stellt. Und diese Politik heißt ein Weiter-so in Europa. Und da muss ich ganz deutlich sagen, ein Weiter-so in Europa ist in Wirklichkeit europafeindlich. Die vorbehaltlose Unterstützung
der Troika, der Verarmungs- und Verkürzungsprogramme, der einseitigen Stützung der Banken und der nachhaltigen Finanzierung mit Steuermitteln von Spekulationsverlusten der Banken, hat zu einer großen Europafeindlichkeit großer Teile der Bevölkerung geführt. Wenn wir den Zustand haben, dass als Folge dieser Politik, zumindest als maßgebliche Folge dieser Politik, in manchen Ländern 50% und mehr der Jugendlichen erwerbslos sind, dass ganze Generationen von Jüngeren von den Renten ihrer Eltern und Großeltern leben müssen, dass die Perspektive für große Teile in Europa mehr als fraglich geworden sind, dann hat es mehr zur Europafeindlichkeit beigetragen als viele Formulierungen in irgendwelchen Programmen. Und wenn wir tatsächlich ein positives Bild zu Europa herstellen wollen, müssen wir damit aufhören, Rentner, Erwerbslose, Beschäftigte, Lohnabhängige zu belasten, Millionäre und Reiche zu verschonen. Wir müssen damit aufhören, dass Banken und Spekulanten genauso weitermachen können wie seither. Wir müssen damit aufhören, dass ganze Teile in Europa deindustrialisiert werden und die Arbeitsplätze für die Jugend fehlen. Wirkliche Europapolitik heißt soziale Politik, eine Politik der sozialen Gerechtigkeit herstellen, ein Zukunftsprogramm zu machen, das der Wirtschaft in den Nachbarländern eine Zukunft gibt und damit Arbeitsplätze für Millionen von Jugendlichen geschaffen werden. Wirkliche proeuropäische Politik heißt, die Gegensätze zwischen Arm und Reich einzuschmelzen, sie nicht weiter zu vertiefen. Wirkliche proeuropäische Politik heißt das Gegenteil von dem, was die Große Koalition beschlossen hat. Und deswegen freut sich die Linke auf einen Wahlkampf in Europa, wo wirklich Alternativen dastehen, und offensichtlich bietet die Linke hier als einzige Partei wirklich grundlegende Alternativen zur unsozialen Politik der derzeitigen Bundesregierung.